Rock Your Life. Der Name des Programms. In den nächsten 4 Tagen geht es genau darum, wie kannst du dein bestes Leben leben. Ich bin mega gespannt, weil wir haben diesmal die größte High-Performance-Masterclass, wie sie bisher hieß, Rock Your Life, wie sie in Zukunft heißen wird, aller Zeiten. Wir haben 180 Teilnehmer, die bereit sind, 4 Tage in die Tiefe zu tauchen und ihr Leben wirklich in die Hand zu nehmen und aufs nächste Level zu heben für das, was für sie wirklich Leben heißt. Die 6. HPM. Wir haben 2016 angefangen und ja, es ist auch jetzt wieder soweit. Wir haben 10 Gastspeaker. Wir haben jede Menge Überraschungen und ein paar Geheimnisse. Und ja, ich freue mich riesig drauf. Die HPM ist immer so das geilste Event des Jahres. Ich freue mich drauf. Bist du selber noch nervös vor der HPM? Weil es ja Routine, aber es ist ja geil. Und vor der HPM bin ich selber immer noch nervös. Warum? System 23, kannst du mich mitten in der Nacht wecken? Ja, was? Ja, mach mal so. Das habe ich 100.000 Mal gegeben. Die HPM gibt es einmal im Jahr. Ich bin mega glücklich, ich bin mega aufgeregt, ich bin leicht zerstreut, ich weiß noch gar nicht, was ich sagen soll. Weil HPM ist einfach wirklich jedes Jahr wieder aufs Neue wie Familie wiedersehen. So ein paar von euch sind recht neu in dieser Familie. Wir lernen uns die nächsten Tage sehr gut kennen, glaubt mir. Und darüber möchte ich heute mit euch reden. Was ist in deinem Leben denn genug? Was kannst du nicht mehr akzeptieren? Ich konnte all diese Dinge nicht mehr akzeptieren. Ich habe Angst gehabt, meine Meinung zu sagen. Aber wisst ihr, was das Tolle ist, wenn ein Muskel komplett überspannt beim Sport? Schau die Person neben dir an, sagt, da ist er auf jeden Fall nicht der richtige Berater. Richtig, ich bin nicht der Sportlichste, weiß ich. Aber ich habe eine Sache gelernt in der Psychologie. Wenn du etwas komplett überspannst, dann wächst das, ja oder ja? Und wisst ihr, warum ich heute auf Bühnen stehe? Weil ich es danach so gebraucht habe, meine Meinung zu sagen und nicht mehr zu akzeptieren, was andere Menschen mir sagen. Miederwarm-Syndrom. Mir ist die Meinung anderer wichtiger. Mir ist die Ansicht anderer wichtiger als meine. Irgendwann habe ich gesagt, enough is enough. Und wenn wir da mal drüber nachdenken, dass wir mehr darüber sprechen, was können wir für die Gesellschaft tun? Was kannst du nicht mehr akzeptieren in deinem Leben, in deiner Familie, im Umgang mit deinen Freunden? Dann kann sich dein Leben von heute auf morgen ändern. Und deshalb ist so eine Veranstaltung hier ein Geschenk. Das Ganze nennt sich Haka. Heißt einfach auf Maori, also es kommt aus Neuseeland, es kommt von den Maori, heißt einfach Tanz mit Gesang oder, was vielleicht ein bisschen mehr aussagt als Tanz mit Gesang, Atem der Erdkraft. Da merkt ihr schon, wo das Ganze herkommt. Ne? Das ist eine ganz erdige Energie, das ist was ganz Feuriges und es geht um Aggression, es geht um Kampf und es geht wirklich diese, und ich weiß aus der Erfahrung mit vielen Leuten, jede von uns hat diese Energie. Es geht einfach nur um Ja, es geht zusammen Ja. Diese Grenze, dieses zu sprengen und zu sagen, ist mir scheißegal, wie hässlich ich da aussehe. Guten Morgen, meine Lieben. Tag 2 der HPM. Ich bin immer noch ein bisschen platt, muss ich ehrlich sagen. Es war ein krasser Tag. Ich schaue gerade selbst noch in meine Unterlagen, weil das ist ein Seminar. Im Gegensatz zu System 23 gebe ich es nicht jeden Tag. Ich muss gerade echt noch schauen, was sage ich heute eigentlich? Und was kommt heute auf die Teilnehmer zu? Und es ist eine Menge. Wir starten mit einem ganz anderen Format, nämlich einem Drum Circle, wo 160 Leute sich einen gemeinsamen Groove schwingen, der sehr viel mit der Gruppe auch macht. Das war aber auch eine Menge Party und eine Menge Spaß. Wenn ihr mich beobachtet, ich bin meistens, also ich bin ein bisschen dominanter tatsächlich als Monsieur Gaston in meiner Körpersprache, aber auch nicht super dominant.
Ne? Also ich wackele ein bisschen mit dem Kopf und so. Und ich zupfe ein bisschen an der Klamotte oder an den Haaren herum. Ich werde das jetzt gleich ein bisschen ändern. Ich werde nämlich meine Dominanz nach unten geben. Das fange ich jetzt schon an, weil ich wesentlich mehr auf die Schultern zucke, dass ich den Blickkontakt nicht mehr so oft nehme und dass ich mehr an mir herumzupfe. Wenn ich jetzt das Zupfen auch noch auf der Haare und das Gesicht ausweite, dann merkt ihr, wird meine Dominanz geht noch ein bisschen weiter nach unten. Wenn ich jetzt noch ein bisschen ein Bein nach innen drehe, dann werdet ihr merken, dass es mit meiner Dominanz jetzt nicht mehr wirklich viel weiter ist. Ne? Wenn ich jetzt noch ein bisschen weiter, das nimmt mir auch den Atem. Ja? Denn durch den Atem, ich werde ein bisschen flachatmiger. Die Flachatmung mache ich jetzt noch ein bisschen mehr. Das heißt, ich mache noch ein bisschen mehr Flachatmung und dann mache ich den Blickkontakt noch ein bisschen weniger. Und dann mache ich ab und zu jetzt noch ein kleines Irm in der Mitte von immer als kleinen Satz. Und je mehr Irms ich mache, jetzt bin ich ziemlich weit unten in meiner Dominanz. Also das kann ich nur noch dadurch also machen, wenn ich mit der Hand in meinen Mund reingehe. Oder wenn ich das noch mal mache, wenn ich einen Blickkontakt habe und ich gucke weg und ich gucke wieder und der guckt immer noch. Jetzt mache ich das Gegenteil. Ne? Ich löse das langsam wieder auf. Ich nehme zum Beispiel das Bein unten raus. Dadurch kriege ich mehr Atemraum hier. Ich nutze den Atem. Meine Stimme, obwohl ich sie, das hat technische Gründe, eher weiter hochnehme, aber sie wird automatisch ein bisschen tiefer. Dadurch kriege ich mehr Dominanz in der Wirkung. Ich nehme die Hand weg vom Gesicht. Ich nehme die Hand weg auch vom Körper. Und ich mache jetzt nicht mehr asymmetrische Bewegungen, sondern ich mache symmetrische Bewegungen. Ich habe ein Bein ausgestellt. Und jetzt fange ich irgendwann an, mehr Blickkontakt zu nehmen. Und wenn ich den Blickkontakt habe, dann fange ich jetzt in wenigen Sekunden an, meinen Kopf überhaupt nicht mehr zu bewegen. Und zwar ganz genau jetzt. Und wenn ich meinen Kopf bewege, und achtet einfach nur auf die Dominanz, die ich jetzt ausstrahle. Und wenn ich ihn bewege. Dann sehr genau und sehr intensiv. Nicht weiß, wie du deine Miete bezahlen sollst. Die Olle will auch mal wieder in Urlaub, der Hund braucht ein neues Halsband oder was weiß ich was, dann drückt dich das schon ziemlich runter. Und wie willst du dann kreativ ein Business aufbauen, wenn du nicht weißt, wie kann ich den ganzen Krimskram überhaupt bezahlen? Und die meisten Leute sind ja komplett überschuldet. Die meisten Leute sind 2 Monatsgehälter vor der kompletten Pleite. Kommt 2 Monate keine Kohle, war's das. Einpacken, wiedersehen. Und das ist Klartext. Und so wie ich das geschafft habe, mit nix aus dem Knast raus, mit 500 Euro Überbrückungsgeld und dann irgendwie bei Kollegen auf der Couch schlafen, kann es ja jeder. Ich bin ja jetzt nicht besonders intelligent, sehe nicht super aus. Ich habe ja quasi die schlechtesten Grundvoraussetzungen, um überhaupt was zu machen, aber ich habe es ja auch irgendwie hingekriegt. Ich hatte gute Partner, ich hatte gute Ideen, bin 1000 Mal auf die Fresse gefallen, aber ich stehe halt immer wieder auf. Und die meisten Leute leben halt in ihrer verschissenen Vergangenheit, wo es damals, und kratzen sich diese Wunden, die sie da so haben, immer wieder auf und leben in so einer Opferrolle, damit die anderen Leute auch wirklich mal gucken, oh Mensch, ja, denen geht es auch wirklich so schlecht, weil vor 5 Jahren ist die Frau abgehauen oder gestorben. Ja, das ist traurig, aber so what, es geht um jetzt. Und dann gibt es diese ganzen anderen Glücksritter, die halt in der Zukunft leben. Ja, in 5 Jahren habe ich das, in 8 Jahren habe ich das, in 2 Jahren will ich heiraten. In 3 Jahren will ich Kinder. Wer weiß denn überhaupt, ob du Kinder kriegen kannst in 3 Jahren? Leb doch mal im Jetzt und mach doch jetzt was. Triff jetzt eine Entscheidung und fang morgen damit an, oder was? Ja, weiter durchziehen. Ich glaube, wir waren lustigerweise trotz 1-2 Verschiebungen pünktlich fertig. Fast. 20:00 waren wir fertig. 19:00 war eigentlich Schluss. Auf meinem Plan war 20:00. Den haben wir perfekt eingehalten. Dafür danke schön. Ich freue mich auf morgen. Und da sind wir um 24:00 fertig oder ein bisschen später. Läuft! Sehr gut. Schönen Abend euch, danke. Alright, das war Tag Nummer 2. Es fühlt sich jetzt schon an wie 4-5 Tage von der HPM. Ihr merkt es an meiner Stimme, ich bin ein kleines bisschen durch, aber es war geil.
Und morgen kommt der Experience Day. Das heißt, morgen geht es in Erfahrung in 3 verschiedenen Workshops. Jetzt aber erstmal ist Feierabend. Manche vom Team setzen sich noch zusammen und feiern die ganze Nacht durch. Ich persönlich gehe jetzt mal ins Bett und sammle ein bisschen Kraft, weil auch das ist wichtig. Euch einen schönen Abend. Danke fürs Dabeisein. Es funktioniert nur dann, diese Gleichgesetztheit, wenn man schon sehr bewusst und kompetent durch die Welt geht. Wenn man bewusst und kompetent darauf achtet, wo ist gerade mein Partner zu Hause? Ist er gerade im Kopf zu Hause? Macht er gerade Mindfuck? Denkst Brainstorming? Nicht Bodystorming, sondern Brainstorming? Und bin ich imstande runterzugehen und dann diese Plattform zu bieten? Und wenn man dann selber mal so losstartet und hergeht und sagt, boah, jetzt möchte ich fliegen, ist der Partner imstande, die Plattform zu bieten. Diese Qualitäten, diese Qualitäten, bewusste Kompetenz, verbunden mit Geist und Körper, haben weniger. Und trotzdem werden sie mehr. Der Sinn von Freundschaft besteht darin, so für unsere Freunde da zu sein, dass es uns selbst richtig viel Zufriedenheit stiftet. Und die Freude zeigt uns den Weg. Es hat generell, glaube ich, wir sollten uns offen zumuten, uns offen sagen, was uns bewegt, was uns beschäftigt. Wir sollten offen darüber reden. Denn dieses Gefühl, gesehen zu werden, gehört zu werden, dass es wirklich Menschen interessiert, was du zu sagen hast, das macht wahre Begegnung, wahre Freundschaft aus. Lasst uns also noch intensiver und offener miteinander reden. Lasst uns noch mehr erzählen. Zeig einfach, wer du bist. Es ist vorbei. Die letzte High-Performance-Masterclass ihrer Art geht hiermit in die Annalen der Geschichte ein. Aber nächstes Jahr geht es weiter als Rock Your Life. Ganz ehrlich, ich habe den Spaß jetzt schon 6-mal mitgemacht. Und es ist jedes Mal anders. Aber diesmal war es einfach extrem krass, emotional, familiär und magical. Ich glaube, worauf ich am stolzesten und
bin und worüber ich mich am meisten freue, ist, dass wir es irgendwie geschafft haben, Momente zu schaffen, die es, glaube ich, so nirgends gibt. Menschen zusammenzuführen, die Talente zusammen eingebracht haben, wie man es so sonst nirgends findet. Und allein die Party, die Band, ein paar von den Workshops, wo es in die Tiefe ging und Leute Erfahrungen gemacht haben, die einfach out of this world sind, das macht es, glaube ich, schon zu einem besonderen Ort, den wir sonst nicht so haben. Und deswegen, ich bin mega glücklich. Ich bin körperlich auch tatsächlich jetzt ein bisschen fertig und ist auch gut so. Also nicht im kaputten Sinne, aber im Sinne von, ich bin echt froh, morgen auszuschlafen bis 16 Uhr und dann mache ich Mittagsschlaf. Zumindest fühlt sich's gerade so an und das ist auch okay. Gibt Zeiten für High Performance, gibt Zeiten für Low Performance. Meine Stimme macht schon ein bisschen Low Performance. Die mache ich ab morgen auch erstmal eine Woche und ich freue mich drauf. Hast du noch einen Tipp abschließend jetzt für alle Leute, die nicht hier waren, was vielleicht ein Asset ist, was du teilen kannst? Schwierig bei so vielen, aber... Ja, ich glaube, neben allen Erfolgstechniken und allem, was uns mehr Energie gibt und mehr Produktivität und mit der Hälfte der Zeit das Doppelte hinzukriegen und so weiter, all das zur Seite, glaube ich, das Wichtigste, was wir alle in diesen 4 Tagen gelernt haben, mich völlig inklusive, war, wie wichtig eigentlich die Frage ist, mit welchen Menschen verbringst du deine Zeit? Und wie wichtig es ist, da wirklich hinzuschauen, so, wie gehe ich mit meinen Freunden, meiner Familie um, welche Beziehungen pflege ich und welche Qualität von Beziehungen lebe ich, weil am Ende sind es immer die Beziehungen zu Menschen, die dich glücklich machen, die Beziehungen zu Menschen, mit denen du erfolgreich sein kannst. Und wenn du es schaffst, Beziehungen zu führen, wie sie hier auf der HPM erlebt haben, dann glaube ich, wird es so oder so ein glückliches Leben und am Ende geht es doch eigentlich nur darum.